dass ich den älteren Leuten helfe, auch wenn sie Probleme haben mit Grundsicherung und so, würde ich auch mitgehen und möchte mich gerne sozial engagieren. Weil ich die sozialen Bindungen von älteren Menschen in der Kommunikation mache. Um anderen Menschen zu helfen in ihren Problemen und mit ihnen ein Stück des Weges gehen, dann zum Erfolg. Ich möchte mein Augenmerk legen auf die Diversität in unserer Altersgruppe. Es gibt Menschen, die brauchen Hilfe und Unterstützung und andere können genau diese geben. Und das wäre schön, wenn wir voneinander wüssten. Ich bin eine Vernetzerin und würde das gerne zusammenbringen und nicht nur die Seniorinnen und Senioren untereinander, sondern auch mit den anderen Generationsgruppen. Dass sie gut lernen kann und dass sie ihre Schule besuchen, dass sie in Zukunft ein Politiker werden, Anwälte, Ärzte, Ingenieure, und es gibt eine Möglichkeit. Ich wünsche, dass sie das die Möglichkeit ausnutzt, und das hilft uns als Ausländer und die Deutschland auch, weil wir sind ein Teil von Deutschland. Guten Tag, mein Name ist Ute Mariniak und ich leite den Seniorenservice hier im Bezirksamt Neukölln. Als Leiterin des Seniorenservice bin ich auch für die Organisation der Seniorenvertretungswahlen zuständig. Diese finden vom 14. bis 18.03.2022 statt. Die Seniorenvertretung tritt für die Belange der Seniorinnen und Senioren hier im Bezirk ein. Deswegen bitte ich Sie, tatkräftig an dieser Wahl teilzunehmen. Wenn möglich, bitte ich Sie auch, von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Vielen Dank. Von fast 1 Million Seniorinnen und Senioren leben 72.000 im Bezirk Neukölln. Die brauchen eine Stimme, die Stimme der Seniorenvertretung. Gehen Sie wählen.